So, heute geht es um den vierten Akt in Lessings Drama Emilia Galotti. Und der vierte Akt in einem Fünf-Akte-Schema bedeutet ja die Verzögerung des tragischen Endes, was man auch Retardation nennt. Und ganz nebenbei werden wir feststellen, dass zur Zeit Lessings es durchaus schon möglich war, dass man einen kleinen Ausbruch aus der Epoche der Aufklärung in spätere Zeiten machen konnte. Als erstes schauen wir uns in dieser Übersicht mal die Voraussetzungen an. Das ist ja immer ganz wichtig, auch für Klausuren, dass man Voraussetzungen gut beschreiben kann. Und wir haben das so aufgeteilt: Der Prinz, Fürst ist es ja eigentlich, verspürt eine leidenschaftliche Zuneigung zu Emilia, die kurz vor der Hochzeit mit dem Grafen Appiani steht. Der Berater des Prinzen, Marinelli, bekommt alle Vollmachten, die Hochzeit zu verhindern. Der erste Plan ist eine Verzögerung der Hochzeit, indem man dem Appiani einen diplomatischen Auftrag erteilt. Das lehnt der aber ab, er will erst heiraten. Es kommt dann zum Streit mit Marinelli. Am Ende steht sogar eine Duellforderung. Aber auch da sagt der Graf ganz einfach, das wird er nach der Hochzeit dann erledigen. Und das bedeutet, dass ein neuer Plan jetzt durchgeführt werden muss, um die Hochzeit zu verhindern. Und das ist ein Überfall auf die Kutsche auf dem Weg zur Hochzeit mit anschließender scheinbarer Rettung Emilias. Das gelingt aber nur halb, aber Emilia landet eben im Lustschloss des Prinzen. Und das ist schon sehr verräterisch, das Wort Lustschloss, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, dass dort der Prinz auch nun Emilia lässt sie unter seiner Kontrolle hat. Die Mutter erscheint dann und durchschaut die Aktion und ist auf dem Weg zu Emilia. Dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Spannung, weil auf der einen Seite die Gefangenschaft Emilias ist, auf der anderen Seite aber auch schon eine erste Angehörige der Familie klaren Blick für die Verhältnisse hat und sie auch entsprechend hervorhebt. In der ersten Szene geht es dann um einen Streit zwischen dem Prinzen und Marinelli, seinem Berater, um den Stand der Dinge. Der Prinz ist in Sorge und spricht davon, das sei doch der Rat eines Toren gewesen. Da hätte man wenigstens einen guten Mann gebraucht, der das am wenigsten auch gut durchführt. Marinelli verteidigt sich. Er verweist darauf, dass er die Beleidigungen Appianis da inszeniert habe, um ein Duell herauszufordern. Entweder er mich oder ich ihn. Auf jeden Fall sei das doch gut für den Prinzen. Allerdings am Ende stellt sich dann heraus, dass die Hochzeit ja trotzdem stattfinden soll, sodass der Prinz eher wieder auf der Ebene der Vorwürfe ist. Marinelli wird gewissermaßen dadurch erlöst, dass jetzt plötzlich ein Schuss zu hören ist und er kann dann von sich geben, wie wenn ich tätiger wäre, als Sie glauben. Also mein Fürst, ich habe mehr getan, als Sie jetzt hier glauben. Und er erklärt dann seinen Überfallplan mit der angeblichen Rettung Emilias. Und außerdem kontert er mit dem Hinweis darauf, dass die ganzen Probleme nicht aufgetaucht wären, wenn der Prinz sich nicht so ungeschickt in der Kirche gegenüber Emilia benommen hätte. In 4.2 taucht dann ein neues Problem auf, nämlich die abgelegte, nicht mehr gewollte erste Favoritin des Fürsten, die Gräfin Orsina, erscheint. Damit ist praktisch eine weitere Spielerin auf dem Spielfeld. In der Szene 4.3 zeigt sich die Gräfin Orsina dann auch sehr kämpferisch im Hinblick auf ihre Lage als Ex-Geliebte. Marinelli soll sie eigentlich abwimmeln. Sie wird empfindlich, das heißt, sie ist sauer auf gut Deutsch, wegen der Verachtung, die ihr gegenüber da von ihrem ehemaligen Geliebten gezeigt wird. Sie klagt dann entsprechend auch über die Behandlung durch den Prinzen. Und das sieht dann so aus, dass sie sich die Frage stellt, aber warum denn eben Verachtung? Es braucht ja nur Gleichgültigkeit zu sein. Die Seitenangaben beziehen sich immer auf die Reklamausgabe. Aus der persönlichen Klage wird dann eine allgemeine Verurteilung des Umgangs mit Frauen. Sie sollen nur, so heißt es im Zitat, lachen, um immer da den gestrengen Herrn der Schöpfung bei guter Laune zu halten. Und das ist natürlich schon eine sehr deutliche Beschreibung der damaligen Verhältnisse zwischen Mann und Frau. Dazu kommt jetzt, dass sie die aktuelle Situation nicht für einen Zufall hält, denn sie weiß, dass der Prinz sich in der Kirche da versucht hat, an Emilia anzunähern.
Und sie will jetzt unbedingt den Prinzen sprechen. In den beiden Szenen 4.4 und 4.5 taucht der Prinz dann auf und zeigt der Gräfin jetzt auch ganz offen seine ganze Nichtachtung. Er geht einfach an ihr vorbei und sagt, er sei beschäftigt. Und die Gräfin fragt anschließend dann den Marinelli, was denn da los sei. Und das führt dann dazu, dass der sie aufklärt über das, was mit Appiani und Emilia gelaufen ist. Und da sie, wie gesagt, von diesem Gespräch des Prinzen mit Emilia in der Kirche weiß, stellt sie fest, Appiani hat der Prinz umgebracht. Also sie bezeichnet ihn ganz eindeutig als Mörder. Marinelli warnt die Gräfin und die kontert dann mit dem Gang an die Öffentlichkeit und sagt, morgen will ich es auf dem Markte ausrufen. Das heißt also auf gut Deutsch, ich werde die Öffentlichkeit informieren. Und man merkt, dass hier insgesamt eine Situation ist, in der ein Fürst wie der Prinz nicht über die absolute Macht verfügen, sondern er muss bestimmte Rücksicht nehmen auf Gewohnheitsrecht, das, was als anständig empfunden wird. Und von daher muss er hier schon entsprechende Rücksicht nehmen und wird durch das, was die Gräfin andeutet, natürlich gefährdet in seiner Position. In den Szenen 6 und 7 des vierten Aktes erscheint dann Odoardo und Marinelli sagt bezeichnenderweise nun vollends, auf gut Deutsch, ach, der auch jetzt noch, ja, als möglicher und realer Gegner. Und er erkennt damit die Verschiebung der Kraftverhältnisse. Er will dann den Prinzen erstmal informieren, denn der unterhält sich ja gerade mit Emilia. Er warnt noch Odoardo vor der angeblichen Verrücktheit der Gräfin. Die kann aber, als sie dann mit Odoardo allein ist, ihm durchaus deutlich machen, wir sind beide beleidigt. Und damit kündigt sich so eine Art Koalition zwischen den beiden an. Und sie sagt dann auch ganz deutlich, der Bräutigam ist tot. Und die Braut, ihre Tochter, schlimmer als tot, gemeint ist damit, dass sie eben jetzt auf dem Lustschloss ist und damit auch all den Versuchungen ausgesetzt ist, die zu dieser höfischen Welt eben auch gehören. Sie spricht dann noch einmal deutlich von Meuchelmord und gibt Odoardo, der keine Waffe dabei hat, ihren Dolch, zeigt außerdem Mitgefühl mit Emilia. Und am Ende gibt es eine ganz seltsame Hass- und Rache-Fantasie. Da stellt die Gräfin sich vor, dass sie mit allen früheren verratenen Geliebten des Prinzen ihn unter sich hätten und seine Eingeweide durchwühlten, um das Herz zu finden, das der Verräter einer jeden versprach und keiner gab. Also diese Vernichtungsfantasie, die erinnert einen, darauf werden wir gleich noch kurz eingehen, an den Dichter Kleist, der ein Drama später geschrieben hat, in dem es um die Amazonenkönigin Penthesilea geht. Und die zerfleischt tatsächlich mit ihren Hunden dann den Geliebten, den sie nicht wirklich lieben kann. Es ist also eine Art Hassliebe zwischen den beiden. Also erstaunlich für die Aufklärung, dass hier so eine extreme Szene präsentiert wird. Die könnte man sich in Lessings Nathan der Weise überhaupt nicht vorstellen. Es kommt dann in der letzten Szene zu einer Aussprache zwischen Odoardo und Emilias Mutter. Die sieht in Odoardo unseren Beschützer, unseren Retter. Sie verweist, und das ist interessant, auf Emilias Stärke und sagt über sie, sie ist die furchtsamste und entschlossenste unseres Geschlechts. Ihre ersten Eindrücke nie mächtig, aber nach der geringsten Überlegung, in alles sich findend, auf alles gefasst, sie hält den Prinzen in einer Entfernung, sie spricht mit ihm in einem Tone, gemeint ist damit ein distanzierter Ton, das heißt auf gut Deutsch, sie ist zugleich die furchtsamste, aber auch die entschlossenste unter den Frauen, die die Mutter kennt. Der ersten Eindrücke ist sie häufig nicht mächtig, ja, das hat sich auch in der Kirche gezeigt, als der Prinz da plötzlich auftauchte. Aber nach der geringsten Überlegung, wenn sie nachdenkt, dann findet sie sich in alles, dann erkennt sie die Situation, in der sie ist auf alles gefasst. Und real bedeutet das, dass sie den Prinzen gar nicht an sich rankommen lässt, sondern ihn eben auf Distanz hält. Und am Ende trennen sich die Familienmitglieder, die Mutter fährt mit der Gräfin nach Hause und Odoardo übernimmt jetzt als Beschützer und Retter alle Aktionen, die dazu führen sollen, dass Emilia eben nicht in diese schlimme Situation kommt am Hofe des Prinzen. Insgesamt haben wir das mit der Verzögerung der Retardation so verstanden, dass sich eine Verschiebung der Kräfte ergibt, aber noch keine Lösung und damit auch Rettung
Emilias. Und hier unten haben wir das nochmal zusammengefasst. Marinelli und der Prinz müssen sich mit dem nur halb gelungenen Überfall- und Entführungsplan beschäftigen. Damit müssen sie klarkommen. Als zusätzliches Problem taucht dann die Gräfin Orsina auf, die sich als Ex-Geliebte sehr kämpferisch im Hinblick auf den Umgang mit Frauen zeigt und dann auch bereit ist, mit Odoardo zusammenzuarbeiten zur Rettung Emilias. Sie hält auch die aktuelle Situation nicht für einen Zufall. Nach der Mutter ist sie also jetzt die zweite, die durchaus erkennt, dass es hier um einen Meuchelmord gegangen ist, was Appiani angeht. Und Odoardo hört das entsprechend auch von der Gräfin und auch eine düstere Voraussage, denn sie kennt sich am Hof ja aus, was die Zukunft von Emilia angeht, der Braut des inzwischen toten Appianis. Und am Ende, das haben wir eben schon herausgearbeitet, ergeht sich die Orsina in einer regelrechten Rachefantasie aller vom Prinzen verratenen Frauen. Dieses nur gedachte Durchwühlen der Eingeweide ist für die Zeit der Aufklärung erstaunlich radikal und erinnert schon an Kleists Drama Penthesilea. Das haben wir ja eben schon kurz dargestellt. Mit Odoardo ist jetzt die stärkste Figur der Seite der Selbstbehauptung auf dem Feld. Emilia wird allerdings von ihrer Mutter ihm an Stärke gleichgestellt, das haben wir eben gesehen in dem Zitat. Es bleibt jetzt offen, wie sich diese innere Stärke gegenüber der äußeren Übermacht des Fürsten und seiner verführerischen Welt behaupten kann. Wie immer legen wir die Dokumentation im Internet ab und zwar auf dieser Seite. Da befindet sich auch bereits die Dokumentation zum dritten Akt. In der Dokumentation gegebenenfalls oder auf der Webseite dann Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Interessiert sind wir vor allem Fragen und Anregungen in den Kommentaren natürlich, denn nur so können wir weiter hilfreiche Videos machen und wer unseren Kanal schnell durchblicken abonniert, der wird dann sofort informiert, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und diese Seite werden wir also bei den Infos und in einem Button hier oben dann unterbringen, sodass man da leicht auf diese Seite kommt. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.